Nicht nur als Sänger macht Alexander Knappe eine gute Figur, ein Verkaufstalent schlummert auch in ihm. Im FCE-Shop auf dem Weihnachtsmarkt hat er Verkäuferin Sandra Hahner tatkräftig unterstützt. Sie ist nicht nur leidensfähiger Fan des Vereins, sondern auch von Alexander Knappe. Er kann sie in Zukunft gerne öfter unterstützen. Na, sehr gut. Also ich frage mich, ob ich auch diese Verkaufszahlen gebracht hätte. Ich hoffe. Ganz uneigennützig war die spontane Aktion des Sängers aber nicht. Ab sofort startet nämlich der Verkauf für das zweite Liebe kennt keine Liga Open Air. 4000 Gäste sind im letzten August in den Spreeauenpark gepilgert. Eine Benefizaktion für den finanziell angeschlagenen FCE. 40.000 Euro sind dabei zusammengekommen. Geld, das der Verein im nächsten Jahr mehr denn je gebrauchen kann. Denn wir haben nächstes Jahr nicht das Bayern-Spiel, wir haben nicht das Dortmund-Spiel. Und deswegen haben wir diese Open Air übrigens genauso auf dem 15.8. gelegt, weil dort normalerweise die erste Runde des DFB-Pokals wäre. Insofern, wir haben vielleicht keinen DFB-Pokal, aber diesmal haben wir ein eigenes Open Air. Wir haben auch viele Energiefans geschrieben, ey, lass doch irgendwas finden, was irgendwann zur Tradition wird. Union hat das Weihnachtssingen und wir haben halt das Liebe kennt keine Liga Open Air. Bei der zweiten Auflage will man sich nochmal übertreffen. Alles wird größer und auch abseits der Bühne sollen Besucher einen tollen Tag haben. Es wird spannend, es wird viele neue Künstler geben, es gibt zwei geheime Acts, die wir noch nicht bekannt geben. Es wird natürlich wieder das Liebe kennt keine Liga Fanturnier geben, parallel zum ersten Mal übrigens auch ein FIFA-Turnier. Ein Versprechen hat Alexander Knappe noch, diesmal wird auf jeden Fall für ausreichend Bier gesorgt sein. Das ist beim letzten Mal nämlich irgendwann ausgegangen. Vom Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt kann man das zum Glück nicht behaupten.